So, nachdem er es jetzt nicht mehr gespeichert hatte, was ich ziemlich schade finde, müssen wir jetzt einfach hier wieder dasselbe machen, ein bisschen herumfahren und ein paar Coins farmen. Und das mache ich jetzt auch schnell. Also erstmal ein paar Felder uns hinklatschen, dass wir uns dann uns was bauen können. Ach, der hat es doch gespeichert. Also in dem Sinne, dass wir schon am dritten Tag sind, aber... Genau, hier hatten wir ein Haus stehen. Ich würde aber... Doch, da will ich das Haus hier machen. Demontieren. Und dann hätte ich gern so einen Schlachter. Wegen den Coins, dass wir mehr Coins bekommen. So, dann setzen wir uns da hinten am besten noch ein kleines Feld hin, dass wir mehr Rohstoffe bekommen. In dem Sinne. Mehr Coins und somit halt uns ein... Alles klar, und somit uns halt... bessere Sachen leisten können. Die haben wir uns ja unseren Farmofen hingebaut. Bauen wir uns hier noch eine Farm hin? Was können wir uns da denn... Ja, unser Craftofen. So. Metall haben wir noch genug. Steine werden wenig. Und Holz. Holz haben wir keins mehr. Kaufe ich uns jetzt mal 5 Holz. So. Mal gucken, was die Schweinefarm sagt. Ist noch immer nicht fertig. Und wir haben jetzt da noch was. Super. Okay. Das reicht jetzt, glaube ich, erstmal auch. Jetzt heißt es eigentlich jetzt nur noch farmen, bis ich was Neues freigeschaltet bekomme. So, da haben wir jetzt noch was bekommen. Warte, geht es eigentlich theoretisch noch weiter? Ja, natürlich geht es ja weiter. Was ist das für eine dumme Frage? Aber farmen... Doch, wir bauen noch eine Farm. Komm. Ich habe gelesen oder gehört von Steffen, dass wir ab Tag 4 unsere Base verteidigen können, indem wir unsere Wachtürme dann kaufen. Mal schauen, wie es wird. Aber als erstes brauchen wir noch ein paar Coins, dass wir uns dann am Ende noch Munition und alles drum und dran kaufen können. Alter, die Farm braucht ja so ewig, ey. Manometer, ey. So, Musik bleibt auch noch aus. Vielleicht wäre eine Funktion ziemlich nice, wo man das Spiel beschleunigen könnte. Wie zum Beispiel jetzt hier. Wir farmen uns halt nur zu Tode und das können wir halt in doppelter Geschwindigkeit machen. Weil sonst... Ah, da, ja. Und, wie viel bekommen wir? Ach, wir bekommen 5 Coins. Okay. Ja, dann ist es ziemlich nice. So, dann collecten wir noch das da. Und mal schauen, was haben wir hier? Na, das wächst. Ah doch, das könnte was werden, dass wir hier noch 2 Coins bekommen dafür. Und, was bekommen wir? Top. So wie ich es gesagt hatte. Ah, hier können wir auch nochmal collecten. Sehr gut. Was hiermit? Auch nochmal. Top. Ah. Was war das? Wir haben eben gerade was freigeschaltet. Da zerstöre ich am besten das da. Was können wir uns denn bauen? Wachturm. Da brauchen wir 5 Holz, 5 Steine und 5 Eisen. Dann bauen wir uns hier am besten einen Turm hin und dann bauen wir da uns einen Schutzwall hin. Habe ich eben gerade auch noch gesehen, dass wir den auch noch freigeschaltet hatten. So, unser Crafting-Ofen. Was habe ich denn gesagt? 5 Steine brauchen wir. Und Metall haben wir genügend. Und 5 Holz. 5 Holz, 5 Stein. Aber jetzt habe ich nicht mehr dran gedacht. Munition. Munition. Und wie viel kostet der Holzwall? Der kostet 5 Holz und 2 Stein. Okay, 5 Holz, 2 Stein. Und Munition. 5 Holz, 2 Stein. Und Munition. Munition ist gekauft. 2 Stein und 5 Holz. So. Dann collecten wir noch hier das. Dann bekommen wir hier auch nochmal 5.
Und hier bauen wir dann Schutzwalle. Ach, ich Idiot. Das da. Top. Na, wir hatten da ja noch was. Wir hatten da ja noch was. Okay, das lädt noch. Also, was heißt hier laden? Lädt. Ah, da oben sehen wir jetzt, dass wir 30 Schuss jetzt haben. So, dann können ja die... Stimmt, habe ich hier ganz vergessen. Wenn wir zu lange warten, verschwinden die Rohstoffe wieder und können somit kein Coin erfarmen, erzielen. Komm, noch ein Step. Super. Und ich glaube, ab Tag 5 kommt jetzt irgendein Gegner, soviel ich weiß. Wir haben ja jetzt 30 Schuss, aber ich glaube, das wird ausreichen. Ich weiß leider nicht, wie viele kommen, aber ich denke schon mal, dass es hier gut ist, dass wir hier einen Wall hingebaut haben. Und hier einen Wachturm. So, dann kann es ja Nacht werden, aber das Ding ist kacke. Nimmt jede Menge Platz weg und einen halben Tag bekommst du 5 Stück, wenn die anderen Dinger mehr farmen. Also, ich weiß nicht, ob sich das so rentiert. Aber sieht schön aus. Das ist die Hauptsache. So. Jetzt wird's Nacht. Mal gucken, ob jetzt schon ein paar Angreifer kommen. Ich hoffe, dass... Oh, scheiße, das ist schon wieder verschwunden. Wir müssen irgendwas hier anderes hinbauen, weil das ist einfach zu weit entfernt, die Strecke. Oder ich muss mich einfach nächstes Mal besser dran erinnern. Ah, da. Collect. 25. So. Dann müssen wir warten, bis es Tag 5 ist. Also. Ich hoffe, dass wir dann hier ein bisschen mehr Auswahl bekommen, was wir bauen könnten. Ich glaube, hier könnten wir dann auch irgendwas anderes hinbauen. Ich glaube, hier baue ich auch noch einen Wachturm hin. Weil das ist ja unsere Hauptbase sozusagen und sie muss ja beschützt werden. So, Tag 5. Geil. Gespeichert und ich habe 5 Dinger bekommen. Okay. Ich weiß. Oh shit. What the fuck? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Nein, 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 hört auf! Top. Richtig geil. Also, das Spiel ist gut, aber die machen zu viel Damage irgendwie. Ich weiß nicht weshalb, aber die machen zu viel Damage. Also ich hoffe, dass da noch ein paar Sachen kommen. Und bis dann, haut rein.